Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich erzähle heute ein bisschen was über Risiken beim Betrieb offener WLAN-Netze, Überschrift Sharing Access. Ein Wort der Warnung, es handelt sich um einen juristischen Vortrag. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit Rechtsprechung. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit Gesetzen. Ich versuche es auf einem annehmbaren Level zu halten, wenn es zu schnell geht oder zu technisch im rechtlichen Sinn wird, dann einfach laut geben. Ich habe fürs Ende eigentlich auch ein bisschen Zeit für Fragen eingeplant. Ich gehe davon aus, dass ich so 35 bis 40 Minuten brauchen werde. Bin allerdings auch davon ausgegangen, dass ich 60 Minuten haben werde. Im Zweifelsfall verlagern wir eine Fragerunde gerne auch woanders hin. Es gibt zum Beispiel auf dem dritten Stock die Wireless Corner, die ich einfach mal übernehmen, also die ich jetzt als Standort mal nennen würde. Da werde ich mich dann wahrscheinlich hinbegeben oder eben hier draußen. So, Sharing Access, worum geht's? Was betrachten wir heute? Das ist erstmal einleitend. Es geht hier um offene, also insbesondere nicht verschlüsselte, zugangsoffene Funknetzwerke. Klassisches Beispiel ist Freifunk. Ich gehe, da die meisten von euch oder relativ viele gesagt haben, sie möchten gerne so einen Knoten betreiben, gehe ich mal davon aus, dass ihr wisst, was das ist. Es ist eine Form von ganz untechnisch Mitmach-Community, bei der man zu Hause einen WLAN-Router idealerweise ins Fenster stellen kann oder aufs Dach stellen kann und dann können andere darüber unter anderem ins Internet gehen. Das ist so eine der Ideen. Aber, und darum geht es heute auch, sind Kaffeebetreiber, die einen WLAN anbieten, zum Beispiel um Kunden anzulocken oder auch Hotels, die WLANs betreiben. Also alle, die das so ein bisschen gewerblich machen oder eben mit der Idee, ich möchte gerne etwas frei zur Verfügung stellen und das soll offen sein. Nicht gehen wird es also heute hier um File-Sharing-Abmahnungen im Hinblick auf WLANs, auf ungesicherte WLANs. Das ist natürlich auch ein Thema, aber das ist jetzt nicht der Fokus dieses Vortrags. Vielleicht kann ich in der Fragerunde da auf ein paar Sachen eingehen, wenn Bedarf besteht. Aber wie gesagt, grundsätzlich geht es erstmal hier um Freifunk und offenen Zugang zu Netzwerken. Was habe ich mit euch vor? Ich werde erstmal so ein bisschen in die rechtlichen Grundlagen, insbesondere in dieses schöne Stichwort Störerhaftung einsteigen. Dann schauen wir uns an, wo kommt die Problematik her? Wie war das früher in Anführungszeichen? Also 2006 fangen wir da an. Was ist eigentlich heute? Da hat sich ein bisschen was getan. Und dann schauen wir in die Zukunft. Was könnte sich morgen entwickeln? Da gibt es einiges Vielversprechendes in der Rechtsprechung. Und es gibt insgesamt mittlerweile drei Gesetzesinitiativen, die wir uns kurz anschauen werden. Zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für diejenigen, die so einen Knoten aufmachen wollen, wie man die tatsächlich immer noch bestehende Rechtsunsicherheit etwas reduzieren kann, sogar relativ weit reduzieren kann. Das sind dann die Schlussfolgerungen. So, das habe ich schon von Risiken erzählt, vielleicht mal ganz am Anfang. Das Oberlandesgericht Bremen musste sich mal damit beschäftigen und hat sehr deutlich formuliert, es gibt kein Risiko beim Betrieb eines WLAN. Gut, die Entscheidung ist vielleicht ein bisschen weit abseits, es ging um einen Sorgerechtsstreit und da hat das Oberlandesgericht Bremen gesagt, also nur weil du dein Kind auf eine Schule schickst, die ein WLAN anbietet, deswegen brauchst du noch, muss ich dir noch nicht das Alleinsorgerecht entziehen. Okay, ich habe ein kleines Bildchen gemalt zur Erläuterung. Ich habe in der Mitte den Betreiber, das ist die blaue Wolke, der blaue Kreis. Der stellt Zugang zum Internet her und also zum Beispiel über einen Freifunkknoten oder eben wie gesagt so einen Kaffeebetreiber. Und da lockt sich jetzt ein unbekannter Dritter, die bleiben in aller Regel unbekannt, ein und begeht über das Internet Rechtsverletzungen. Also Urheberrechtsverletzungen, das ist so einer der typischen Fälle. Man darf aber nicht vergessen, dass es eben auch ganz andere Rechtsverletzungen gibt, zum Beispiel Beleidigungen. Wenn jemand in einem Forum jemand anderen beleidigt, ist das auch eine Art von ist das eine Rechtsverletzung. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer einen Geschädigten oder einen Rechteinhaber und der versucht dann jetzt eben gegen die Rechtsverletzung vorzugehen, insbesondere sie abzuschalten, also ein Unterlassen für künftige Rechtsverletzungen zu erreichen oder Schadensersatz zu bekommen. Das müssen wir relativ klar unterscheiden, wir kommen da auch gleich noch näher drauf. Für solche Haftungssituationen, Schadensersatz oder Unterlassen, gibt es auf der europäischen Ebene und auch umgesetzt in deutsches Recht eine sogenannte Haftungsprivilegierung. Internet Service Provider sind von der Haftung privilegiert. Das steht in der E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahre 2000 und die ist umgesetzt worden in das Telemediengesetz, in 7 folgende Telemediengesetze. Und da steht in § 8 sinngemäß drin, wer
nur Informationen durchleitet, ist für den Inhalt dieser fremden Informationen nicht verantwortlich. Und die Folgerung daraus ist, es besteht keine Pflicht zur Überwachung der Nutzer. Also die Telekom muss nicht überwachen, was ihr zu Hause macht übers Internet. Und der Betreiber eines WLAN im Grunde genommen auch nicht. Und eine Haftung kann es erst geben, wenn Kenntnis von der Rechtsverletzung da ist. Also vorher nicht, also wenn man informiert wird, da gibt es eine Rechtsverletzung, dann ist auch nach dieser Richtlinie eine Haftung durchaus möglich. Jetzt hatte ich eben schon gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Schadensersatz und Unterlassen. Unterlassen ist eben dieses in die Zukunft gerichtete, die Rechtsverletzung soll in der Zukunft verhindert werden und nicht wieder auftreten. Da hat der Bundesgerichtshof seit dem Jahr 2004 in den Internetversteigerungsentscheidungen, das hat er auch immer wieder bestätigt, formuliert, dass diese Privilegierungen von 7 folgende TMG nicht für Unterlassensansprüche gelten. Das heißt also, die Privilegierung gilt nur für die Schadensersatzansprüche, nicht aber für die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche. Das ist kritisiert worden in der juristischen Literatur, wenn auch nicht allzu laut. Die eigentliche Frage ist nämlich, hier geht es um die Auslegung von EU-Richtlinien, von EG-Richtlinien. Und es stellt sich die Frage, ob der Bundesgerichtshof, als er das entschieden hat, wie gesagt seit 2004 ständige und auch größtenteils unangegriffene Rechtsprechung, ob er das nicht dem Europäischen Gerichtshof hätte vorlegen müssen. So, jetzt kommen wir zu dem ungeliebten Stichwort Störerhaftung, das sicherlich einige von euch auch schon gehört haben. Ich habe eben von Schadensersatz und Unterlassen gesprochen. Das Besondere an der Störerhaftung ist, dass die Rechtsfolge eine Unterlassungspflicht ist. Das Ganze geht zurück auf ein sehr altes Gesetz aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, § 1004, spezialgesetzlich zum Beispiel im Urheberrechtsgesetz in 97 Absatz 1 geregelt und wurde dann über die Jahre durch die Rechtsprechung auch auf zum Beispiel das Urheberrecht angewandt. Rechtsfolge, habe ich schon gesagt, ist eine Unterlassungspflicht. Das fühlt sich häufig, wenn man dann abgemahnt wird, an wie Schadensersatz, denn das deutsche Recht hat eine Besonderheit. Wenn so eine Unterlassungspflicht tatsächlich besteht, dann kann derjenige, der in seinen Rechten verletzt ist, auch die Rechtsverfolgungskosten ersetzt verlangen. Also insbesondere die Kosten für den Anwalt, die Kosten für die Abmahnung. Deswegen, obwohl es eine Unterlassungspflicht ist, fühlt sich das eher an wie Schadensersatz. Deshalb muss man, wie gesagt, deutlich unterscheiden. So, wann ist man denn jetzt Störer? Und da hat sich entwickelt, Störer ist jemand, der an einer Rechtsverletzung als Nichtverletzer mitwirkt. Also ein Dritter begeht die Rechtsverletzung, aber der potenzielle Störer wirkt an ihr mit. Und die Voraussetzungen sind relativ niedrig. Das erste ist eine sogenannte adäquat kausale Mitwirkung. Das bedeutet übertragen, wenn ich mir den potenziellen Störer wegdenke, ist dann auch die Rechtsverletzung weg. Und wenn wir das auf unseren WLAN-Fall hier übertragen, wenn ich mir den Betreiber hier wegdenke, konnte der Dritte nicht ins Internet gehen. Oder zumindest diese konkrete Form der Rechtsverletzung hätte dann nicht stattgefunden. Dass er über ein anderes Netz hätte reingehen können, das ist eine theoretische Überlegung, das bleibt hier außen vor. Also haben wir, das habe ich befürchtet, haben wir eine adäquat kausale Mitwirkung. Um das Ganze wieder einzufangen, weil das sehr, sehr weit ist, hat die Rechtsprechung Grundregeln entwickelt, wie man dann feststellt, ob jemand als Störer haften soll oder nicht. Und da haben die gesagt, wenn derjenige, der an der Rechtsverletzung als Nichtverletzer mitwirkt, Prüfungs- und oder Überwachungspflichten verletzt, dann soll er als Störer haften. Das ist jetzt ziemlich nebulös. Im Ergebnis, in der Rechtsprechung sieht man das auch immer wieder, ist es eine Abwägung, die ganz klar vom Einzelfall geprägt ist. Also der Richter schaut sich jeden einzelnen Fall konkret an und fragt, welche Pflichten hätte denn hier ein Betreiber einhalten müssen? Welche Maßnahmen hätte denn ein Betreiber hier ergreifen können oder müssen? Und dann entscheidet sich, ob jemand Störer ist oder nicht. Die Rechtsprechung, ohne dass ich das jetzt weiter bewerten will, hat da ein paar Beispiele, ein paar Pflichten mal ausgesprochen. Zum Beispiel, um File-Sharing zu verhindern, Portsperren. Wie gesagt, ich bewerte das nicht, das ist, also ob es wirksam ist oder nicht, aber die Rechtsprechung hat das gesagt. Zweitens, ein ungesichertes WLAN betreibt man nicht, sagt die Rechtsprechung. Zumindest für Private, da kommen wir noch näher drauf. Ein nicht ausreichend gesichertes WLAN ist zum Beispiel auch eine Verletzung einer Prüfungs- und Überwachungspflicht. Und dann allgemeinere Pflichten, also es geht ja nicht nur um WLAN. Zum Beispiel hat ein Gericht, meines war es Landgericht Hamburg, mal gesagt, Eltern müssen für ihre Kinder spezielle Benutzerkonten einrichten und dadurch verhindern, dass die Kinder File-Sharing-Software auf dem Rechner installieren können.
Wie gesagt, die Wirksamkeit lassen wir mal kurz außen vor. Relativ frisch jetzt aus diesem Jahr ein weiteres Urteil des Bundesgerichtshofs, wo gesagt wird, wenn man einen, dass auch eine Belehrung und eine Überwachung eine mögliche Prüfungs- und Überwachungsmaßnahme ist. Anders gesagt dann, wenn man das macht, dann ist man eventuell aus der Haftung draußen. So, jetzt wissen wir also, dass unser Betreiber hier in der Mitte adäquat kausal an einer Rechtsverletzung mitwirkt und möglicherweise, weil er Maßnahmen, die wir ihm auferlegen, nicht ergriffen hat, als Störer haften könnte. Und jetzt schauen wir mal, wo das Ganze herkommt, denn mein Vortrag lautet ja Stand gestern, Stand heute und Stand morgen. Ich habe 2004 selber angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war noch an einer ganz anderen Baustelle und dann kam plötzlich dieses Urteil des Landgerichts Hamburg. Das Landgericht Hamburg hat damals gesagt, die Verwendung einer ungeschützten WLAN-Verbindung birgt die Möglichkeit, dass von unbekannten Dritten Rechtsverletzungen begangen werden. Das löst Prüfungs- und gegebenenfalls Handlungspflichten aus. Sehr apodiktisch, das Landgericht Hamburg hat es auch nicht weiter begründet, hat es auch nicht weiter ausgeführt. Es hat einfach gesagt, in diesem Fall hast du deine Prüfungs- und Überwachungspflichten nicht erfüllt und dementsprechend haftest du als Störer und musst unter anderem eben für die Rechtsverfolgungskosten aufkommen und in der Zukunft solche Rechtsverletzungen verhindern. In der Folge gab es dann jede Menge Rechtsprechung. Dem Landgericht Hamburg haben sich einige angeschlossen. Ich hoffe, dass die Folie einigermaßen deutlich ist. Rechts sind die Gerichte, die Entscheidungen, die eine Haftung angenommen haben, eine Störerhaftung, und links sind die Gerichte, die eine Haftung abgelehnt haben. Es gab dann eine sehr starke, relativ starke Gegenströmung mit dem Oberlandesgericht Frankfurt im Jahr 2008. Und das hat gesagt, der Inhaber eines Internetanschlusses haftet grundsätzlich nicht als Störer für die unberechtigte Nutzung einer WLAN-Verbindung durch unberechtigte Dritte, die mit ihm in keinerlei Verbindung stehen. Also die genaue Gegenposition. Das Landgericht Hamburg sagt, so, das kommt so ein bisschen aus dem Gefahrenbegriff her, wer ein WLAN aufmacht, eröffnet eine Gefahrenquelle und soll auch dafür haften. Das Oberlandesgericht Frankfurt sagt, naja, das sind ja Dritte, die sind ja selbst verantwortlich und dementsprechend haftest du nicht. Wie gesagt, da gab es eine Menge Rechtsprechung. Ich habe hier in der Mitte des Kreises stehen bis Mai 2010. Das hat einen bestimmten Grund. Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt ist nämlich Revision eingelegt worden. Und im Mai 2010 hat der Bundesgerichtshof hierzu eine Entscheidung gefällt, die sogenannte Sommer unseres Lebens-Entscheidung. Ein Titel, den ich vorher nicht kannte, mir tatsächlich auch einmal auf YouTube angehört habe, ich glaube, es war YouTube, ich hätte ihn auch nicht runtergeladen. Und der BGH hat damals gesagt, der Inhaber eines WLAN-Anschlusses, der nicht die zum Zeitpunkt des Kaufs marktüblichen Sicherungen anwendet, haftet als Störer auf Unterlassung. Punkt 1, den man hier sehr deutlich sagen muss, der Bundesgerichtshof hatte einen Fall, da ging es um eine Privatperson und diese Privatperson hatte ein verschlüsseltes WLAN, es war nur nicht nach Auffassung des BGH nicht ausreichend verschlüsselt. Es ging hier nicht um das, was wir hier eigentlich untersuchen oder was wir hier betrachten, nämlich Freifunk, Internetcafés, Hotels etc. Der Bundesgerichtshof hat seine Entscheidung begründet und hat gesagt, der Inhaber dieses Netzwerkes hat ja ein ganz großes Eigeninteresse am Schutz seiner Daten, denn wer in das WLAN reinkommt, so der BGH, kommt ja automatisch auch an die Daten ran. Dann hat der Bundesgerichtshof auch gesagt, der Private, der nur sein eigenes privates WLAN betreibt, zum Beispiel für seine Familie, der verfolgt kein Geschäftsmodell. Das wirkt jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Grund dafür ist, ich habe vorhin gesagt, die Störerhaftung, da macht man eine Abwägung im Einzelfall. Und eines der Elemente, das da immer wieder eingestellt wird, ist, ob derjenige, der einen Dienst betreibt und eventuell als Störer haftet, ein legales oder nützliches Geschäftsmodell betreibt. Zum Beispiel eBay. Bei eBay kann ich meinen Hausrat verkaufen oder ich kann eine gefälschte Rolex bei eBay verkaufen. Aber grundsätzlich sagt der Bundesgerichtshof, da eBay ein legales Geschäftsmodell ist, sind die Pflichten, die ich anlegen kann, eher niedriger, also deutlich niedriger anzusetzen. Das war hier eben, so der BGH, anders. Interessant ist weiter, dass der Bundesgerichtshof gesagt hat, dass es keine Privilegierung nach § 8 Telemediengesetz gibt. Das ist deshalb sehr bemerkenswert, weil der Bundesgerichtshof ja seit 2004 sagt, dass die Privilegierung für die Störerhaftung ohnehin nicht greift. Das heißt, er hätte sich damit gar nicht beschäftigen müssen. Ein Indiz dafür, dass er zumindest mal darüber nachdenkt, ob die Privilegierung in anderen Fällen vielleicht Anwendung finden könnte. Ich habe schon ein bisschen erwähnt, also das Urteil ist inhaltlich stark kritisiert worden, insbesondere was die Tatsachenfeststellung angeht. Da gab es einige Unsicherheiten. Die Anwendbarkeit der Privilegierung, habe ich eben gesagt, ist seltsam. Warum sagt das überhaupt? Die Beweisführung ist unklar. Und was jetzt für die Betreiber von offenen Netzen die Folge sein soll, das war
Auch unklar. So, damit sind wir im Jahr 2010. Kleine Randnotiz, dieses Jahr hat das Bundesverfassungsgericht in einem anderen Fall gesagt, dass dieses Urteil des BGH nicht verallgemeinerungsfähig ist. Also auf Nicht-WLAN-Fälle kann man es nicht übertragen. Es ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Und das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man das Urteil übertragen will auf andere Fälle. Dem Urteil des BGH ist eine Fülle von Rechtsprechung gefolgt. Ich habe hier nur einen Ausschnitt. Ich habe eine komplette Liste, die werde ich auch dann online stellen. Eine vielleicht komplette Liste, auf jeden Fall ist sie sehr lang. Also nach diesem Urteil sind also jede Menge neue Urteile gekommen. Die meisten waren wieder zu Privatpersonen, dass da tatsächlich ein gewerblicher Betreiber im Spiel war, war die absolute Ausnahme. Was der Bundesgerichtshof damals im Jahr 2010 auch gesagt hat, ist, dass der Kläger, der geschädigt ist, in der Form privilegiert wird. Ich fange nochmal von vorne an. So, grundsätzlich im Zivilprozess ist es so, dass der Kläger alle Anspruchstatsachen, alle Anspruchsgrundlagen beweisen muss. Das heißt, der Kläger müsste beweisen, erstens, der Beklagte ist der Anschlussinhaber, der Beklagte hat die Rechtsverletzung begangen oder der Beklagte hat dieses Netz betrieben und hat die Maßnahmen nicht ergriffen. Schon das Erste ist ziemlich schwierig, weil der Anspruchsinhaber, der Kläger, erstmal nur die IP-Adresse sieht. Nach außen hin sieht er nur die IP-Adresse des Betreibers. Und hier hilft der BGH und sagt, es gibt eine sekundäre Darlegungslast. Wir gehen davon aus, dass man von der IP-Adresse auf den Anschlussinhaber schließen darf. Und an diesem Punkt muss dann der Anschlussinhaber sagen, ich war aber nicht der Rechtsverletzer. Ich war nicht beteiligt. Ich war ein Nichtverletzer und ich habe zusätzlich dann eben meine Prüfungs- und Überwachungspflichten erfüllt. Und das wird ausgefüllt durch einen Vortrag, nachdem die ernsthafte Möglichkeit dargelegt ist, dass ein anderer als der Beklagte die Rechtsverletzung begangen hat. Klassischer Fall, der Vater in einer Familie betreibt ein WLAN und sagt, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Ehefrau, die nutzen alle mein WLAN, ich war es definitiv nicht. Das würde nach jetzigem Stand wahrscheinlich schon reichen, da der Anschlussinhaber die Möglichkeit dargelegt hat, dass er selbst die Rechtsverletzung nicht begangen hat. Und dann kippt die Beweislast wieder zurück auf den Kläger und jetzt müsste er beweisen, dass es doch der Anschlussinhaber war. Das ist ziemlich schwierig, denn wie gesagt, er kommt über diese IP-Adresse eigentlich nicht hinweg. Beispiele für, ich habe es eben schon gesagt, andere Mitglieder im Haushalt. Das Amtsgericht München hat auch mal Urlaub, also in einem Fall des Amtsgerichts München war es der Urlaub, da hat er gesagt, ich war im Urlaub, ich kann es überhaupt nicht gewesen sein, muss irgendjemand gewesen sein, der mein Netzwerk gehackt hat. Der zweite Punkt, das war jetzt die sekundäre Darlegungslast, ist, dass die Gerichte sich ein bisschen mit den Prüfungs- und Überwachungspflichten beschäftigt haben und die konkretisiert haben. Der Bundesgerichtshof hat damals gesagt, die Sicherung des WLAN-Netzes muss, Klammer auf, bei Privaten, nach dem aktuellen Stand beim Kauf verschlüsselt sein. Mit anderen Worten, wer es 2004 gekauft hat und immer noch heute betreibt, bei dem reicht WEP. Interessanterweise hat der Bundesgerichtshof das in dem Fall tatsächlich nicht so gemacht. Da hat er nämlich nicht auf den Stand des Kaufs abgestellt, sondern so auf so einen halbwegs aktuellen Stand. Der hat da, glaube ich, WPA gefordert. Heute, wer sich heute ein WLAN kauft, sollte es mit WPA 2 sichern und ein ausreichend langes Kennwort nehmen. Zufällig. Nicht das, was auf dem Router draufsteht. Das ist nämlich dem Beklagten im Fall Sommer unseres Lebens auf die Füße gefallen. Interessant war auch die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt. Da hat ein Hotelbetreiber tatsächlich sein WLAN verschlüsselt, auch ordentlich verschlüsselt, und hat seinen Gästen das Passwort gegeben und hat von denen die rechtskonforme Nutzung verlangt. Und das Landgericht Frankfurt sagt, nach der BGH-Entscheidung absolut folgerichtig, dieser Hotelbetreiber haftet nicht als Störer, denn erstens hat er dargelegt, dass er es nicht selber gewesen sein wird, höchstwahrscheinlich, und zweitens hat er dargelegt, dass er seine Prüfungs- und Überwachungspflichten erfüllt hat. Ein weiteres Beispiel ist das Urteil des Amtsgerichts München. Da hat ein Vermieter das Netz wiederum verschlüsselt und hat seine Mieter belehrt. Auch das sollte ausreichen. Wieder kleine Randnotiz, das Landgericht München hat Anfang dieses Jahres sehr deutlich mal sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob jemand, der ein WLAN betreibt, seine Nutzer identifizieren muss. So wie man heute, wenn man eine Prepaid-Karte fürs Handy kauft, seinen Perso vorlegen muss und die das alles schön aufschreiben,
hat sich das Landgericht München gefragt, ob der Betreiber eines WLAN das auch muss, und hat ganz deutlich gesagt, nee, nach keiner bekannten Rechtsgrundlage ist dies der Fall. So, das eigentliche Problem, das wir haben, ist aber immer noch ungelöst, nämlich die Rechtsunsicherheit. Also was machen wir eigentlich bei einem offenen Netzwerk? Wir wissen jetzt, wenn ich meinen WLAN verschlüssele, nach WPA2 ein ausreichend langes Kennwort verwende und im Idealfall alle meine Nutzer auch noch belehre, dann bin ich fein raus. Nur der Freifunkknoten soll offen sein. Das ist gerade das Geschäftsmodell im weiteren Sinne. Das Café-WLAN soll offen sein. Das heißt, das beißt sich, das passt noch nicht. Und deswegen ist jetzt die Frage, ob wir einen Schweif am Horizont sehen, und wir schauen jetzt mal in die Zukunft, was morgen passieren könnte. Ich fange mit der Rechtsprechung an, weil wir da gerade waren. Auf die Gesetzesinitiativen komme ich gleich. So, der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2010 sich zu Filterpflichten geäußert. Und zwar hat er gesagt, eine uneingeschränkte Anordnung an Access Provider, Internetverkehr zu filtern und bestimmten Verkehr zu blockieren, verstößt gegen EU-Recht. Ich darf also nicht als Staat der Telekom gegenüber sagen, du darfst die und die Adressen nicht mehr ausliefern. Zumindest nicht auf Grundlage der aktuellen Gesetze und nicht ohne das auch noch weiter einzuschränken. Wenn da eine gesetzliche Regelung irgendwann kommt, dann mag das in Ordnung sein nach dem Europäischen Gerichtshof, aber im Augenblick keine Filterpflichten für Access Provider. Und das ist, kann man dann wiederum als Argument nehmen, naja, wenn ich Filtermaßnahmen nicht verlangen darf, dann kann ich sie eigentlich auch nicht als Prüfungs- und Überwachungspflicht verlangen und darüber, über diesen Umweg, die Störerhaftung begründen. Mit anderen Worten, Filterpflichten, wenn wir Portsperren mal als Filter sehen, könnte man das eigentlich auch schon wieder rauskegeln. Kommen wir vielleicht noch drauf. Es gibt noch einen zweiten Trend in der deutschen Rechtsprechung, der sich in den letzten Jahren gezeigt hat, und zwar wird in aller Regel unterschieden zwischen dem Access Provider und dem Host Provider. Das hat erstmal eine gesetzliche Grundlage. Der Host Provider, zum Beispiel eBay, stellt nur Informationen von Nutzern zur Verfügung. eBay verhökert die Rolex nicht selber, sondern das macht ihr. Ja, das heißt, das sind eure Informationen, ihr gebt den Text ein zur Rolex. Der Access Provider hingegen vermittelt nur den Zugang zum Internet. Und das ist in Paragraph 8 TMG geregelt. So, sagt die Rechtsprechung, einem Host-Provider obliegen gewisse Pflichten. Ja, der hat Pflichten, allerdings erst ab Kenntnis, streng nach Gesetz, aber er hat gewisse Pflichten. Auf der anderen Seite sagen das Landgericht Köln, das Landgericht Hamburg, der Access-Provider haftet gerade nicht für Rechtsverletzungen der Kunden, denn in aller Regel sind Maßnahmen, die man ergreifen könnte, dem Access-Provider unzumutbar. Wir haben hier also ein Auseinanderfallen der Rechtsprechung, die es aber bisher noch nicht wirklich bis zum BGH geschafft hat. Da muss man mal schauen, ob sich dort was tut und ob die vielen Urteile alle Makulatur sind, wenn es ein Fall mal bis zum BGH bringt. So, das war die Rechtsprechung. Jetzt kommen wir zu dem, was einige von euch, vermutlich fast alle, auch schon mitbekommen haben, nämlich der Ansatz gesetzlicher Regelungen. Also nach meiner Auffassung ist der Grund dafür, dass es diese ganzen gesetzlichen Regelungen gibt, unter anderem, dass im März 2012 eine Kaffeebetreiberkette öffentlichkeitswirksam alle WLANs abgeschaltet hat und gesagt hat, wir können das WLAN nicht mehr rechtssicher anbieten, das ist uns zu unsicher. Und deswegen machen wir das nicht mehr. Ich habe da hinten eine Frage gesehen. Ja, eine Frage. Habe ich Access Provider ganz andere Pflichten noch außer die Frage lautete, ob man als Access Provider nicht auch noch ganz andere Pflichten hat. Das stimmt. Als Access Provider hat man tatsächlich auch noch andere Pflichten, die ergeben sich insbesondere aus dem Telekommunikationsgesetz. Allerdings, wer ein WLAN betreibt, der hat dem obliegen die ohnehin. Und für Klein- und Kleinstbetreiber greifen viele dieser Pflichten nicht. Also wer ein WLAN bei sich ins Fenster oder aufs Dach stellt, der muss zum Beispiel keine Anlagen zur Telekommunikationsüberwachung einrichten. Ja, da gibt's Regelungen für Klein- und Kleinst-WLANs. Noch war gerade hier vorne links. So,
Also unter anderem über diese Meldung, die es tatsächlich bis in die Tagesschau geschafft hat, die es im Grunde genommen in alle wichtigen Medien geschafft hat, ist das Problem dieser Rechtsunsicherheit, das die Betreiber plagt, weiten Teilen der Öffentlichkeit und eben auch Teilen der Politik bekannt geworden. Und das haben dann mehrere Parteien mittlerweile aufgegriffen und haben Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, sagen wir mal. Und zwar stelle ich als erstes vor den Vorschlag der SPD. Geht zurück auf die SPD-Landtagsfraktionen Bremen, Hamburg und Berlin. Da ist mittlerweile eine Bundesratsinitiative draus geworden. Der Bundesrat hat am 12.10. beschlossen, dass der Bundestag doch bitte prüfen möge, ob man haftungsmäßig WLAN-Betreiber nicht Access-Providern gleichstellen möge. Es ist interessant, wenn man sich das Gesetz genau anguckt und sich ein bisschen Gedanken darüber macht, dann ist ein WLAN-Betreiber ein Access-Provider. Aber die Rechtsprechung hat das eben noch nicht so aufgegriffen, deswegen muss man das möglicherweise klarstellen. Das Problem, ich greife da hier ein bisschen vor, das Problem an diesem Entwurf liegt in der Begründung des Entwurfs. Und zwar hat die SPD meines Erachtens Gutes gemeint, dann aber gesagt, dass die Haftung für unbefugte Nutzer nicht eingreifen soll, wenn erforderliche technische Schutzmaßnahmen ihrem Zweck entsprechend wirksam gegen eine unbefugte Drittnutzung des Zugangs eingesetzt worden sind. Mit anderen Worten, das, was der Bundesgerichtshof 2010 gesagt hat. Wer sichert, soll nicht haften. Dass das den Betreibern offener Netze nicht hilft, ist relativ klar. Die Digitale Gesellschaft e.V., der Digitale Gesellschaft e.V. hat einen zweiten Entwurf vorbereitet, den hat die Linke aufgegriffen und mittlerweile in den Bundestag eingebracht als Vorschlag. Den schauen wir uns mal zusammen an. Paragraph 8 Telemediengesetz, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, beschäftigt sich mit der Privilegierung des Access Providers gegen Haftung. Und ich hatte auch gesagt, die Privilegierung gilt laut dem BGH nur für Ansprüche, also nur für Unterlassungspflichten. Jetzt will die Linke und die digitale Gesellschaft e.V. in Paragraph 8 Absatz 4 zunächst einmal sagen, der Ausschluss der Verantwortlichkeit umfasst auch Ansprüche auf Unterlassung. Mit anderen Worten, Störerhaftung ausgeschlossen. Und dann eine weitere Klarstellung, der Ausschluss der Verantwortlichkeit umfasst auch gewerbliche und auch nicht gewerbliche Betreiber von Funknetzwerken, die sich an einen nicht im Voraus namentlich bestimmten Nutzerkreis richten. Das ist die Definition für ein öffentliches Funknetzwerk. Ich finde den Vorschlag sehr gut. Jetzt gleich, ich springe schon mal ein bisschen vor in die Bewertung. Ich finde den Vorschlag sehr gut, insbesondere weil er gesetzestechnisch sich an eine Formulierung anlehnt, die wir aus der sogenannten Open Source oder Linux-Klausel im Urheberrechtsgesetz kennen. Da ist das nämlich ganz ähnlich formuliert und damit können die Gerichte und auch damit können dann wir Juristen im weiteren Sinne können dann auch damit besser umgehen. Deswegen fand ich das sehr hilfreich. Es gibt einen dritten Vorschlag, und zwar einen Vorschlag der Piratenpartei Schleswig-Holstein. Es gibt da auch eine Landtagsdrucksache, die den schleswig-holsteinischen Landtag auffordert, eine Bundesratsinitiative anzustoßen, und zwar mit dem Text, man möge doch prüfen, ob die Erstreckung der Haftungsbegrenzungen des Telemediengesetzes auf Telekommunikationsdienste, zum Beispiel offene Internetzugänge, erfolgen sollte. Das Ganze basiert auf einem Gesetzesentwurf von Patrick Breyer vom AK Vorrat oder Datenspeicherung.de, der schon im Jahr 2009 einen sehr umfassenden Entwurf zu Freiheit und Privatsphäre im Internet vorgestellt hat. Und den hat er in diesem Jahr erweitert und da soll jetzt Folgendes geregelt werden. In § 1 Absatz 7 des Telemediengesetzes soll stehen, Haftungsprivilegierungen finden auf TK-Dienste nach § 3 Nummer 24 TKG Anwendung. Der Grund dafür ist, dass der Anwendungsbereich von Telekommunikationsgesetz, worunter WLAN fällt, und Telemediengesetz, worunter auch WLAN fällt, wenn man ehrlich ist. Noch 15 Minuten? Super. Echt? So viel? Ich habe viel schneller geredet, als ich dachte, offensichtlich. Also der Grund ist, dass das Telekommunikationsgesetz und Telemediengesetz die Abgrenzung nicht so ganz einfach ist. Und hier wird einfach klargestellt, die Haftungsprivilegierungen, die im Telemediengesetz drinstehen, in § 7 folgende, finden auf WLAN Anwendung. Und in § 7 Absatz 4, das ist die Grundnorm für diese Haftungsprivilegierung, soll drinstehen, wer nach § 7 bis 10 nicht verantwortlich ist, kann auch auf Unterlassung nicht in Anspruch genommen werden. Ist also im Endeffekt vom Ergebnis her genauso wie der Vorschlag der Digitale Gesellschaft e.V., großer Unterschied,
Der Vorschlag von Patrick Breyer ist eingebettet in einen größeren Gesetzesentwurf und ist etwas allgemeiner. Nochmal eine Randnotiz, auch die Grünen haben einen Gesetzesentwurf angekündigt, Ende Oktober 2012. Was da der aktuelle Stand ist, ist mir allerdings nicht bekannt. Ich lasse mich aber gerne erleuchten, gerne in der Fragerunde oder auch danach. Eine kurze Bewertung, das meiste habe ich eigentlich schon gesagt. Also der Vorschlag der SPD ist zumindest mit den Gründen, wie sie jetzt sind, noch nicht ideal. Das sollte man klarstellen, dass hier auch ohne Schutzmaßnahmen der Betrieb eines öffentlichen Funknetzwerkes privilegiert werden soll. Dennoch hat vermutlich einfach aufgrund der größeren politischen Kraft der SPD-Vorschlag im Augenblick die größten Chancen. Das heißt, da liegt es dann an uns, darauf einzuwirken, dass hier eine Änderung stattfindet. Den Vorschlag von Die Linke und dem Digitalen Gesellschaft e.V. würde ich mal als das Skalpell, so war das Bild, das sich bei mir im Kopf geformt hat, also als eine punktgenaue Lösung genau für dieses eine Problem bezeichnen, das sich vielleicht dann auch im politischen Prozess leichter umsetzen lässt, weil es eben nur ein, Klammer auf, Randproblem beseitigt. Und dann haben wir letztlich noch diesen Vorschlag von Patrick Breyer, der eben in ein größeres Ganzes eingebettet ist, sehr effektiv ist, aber so vermutlich keine Mehrheiten finden wird. Also wir werden sehen. Das heißt also, meine Schlussfolgerung, warten wir ab, was der Bundestag dann irgendwann beschließt. So, das war jetzt der Blick in die Zukunft. Zusammenfassend, in der Rechtsprechung tut sich einiges. Und Gesetzesentwürfe haben wir, auch in der Gesetzeslage kann sich etwas tun. Wir werden sehen, was auch im nächsten Jahr dann nach der Bundestagswahl passiert. In 1 bis 2 Jahren können wir uns nochmal treffen und darüber sprechen. Ich hatte angekündigt, ich wollte noch so ein paar Schlussfolgerungen für diejenigen, die jetzt einen WLAN betreiben wollen. Ich habe das jetzt hier unter das Stichwort gewerbliche Anbieter mal geschrieben. Was sollten die beachten? Denn immer noch ist die Rechtslage unklar, zumindest teilweise unklar. Denn die Übertragung der BGH-Entscheidung auf solche Netze, ich hatte es schon gesagt, ist ziemlich schwierig. Denn erstens haben wir so ein Geschäftsmodell, offenes WLAN, Partizipation an Kommunikationsstruktur. Ein nettes Beispiel, das ich dafür immer anführe, in Italien gab es ja dieses schwere Erdbeben und die italienischen Lokalregierungen haben die Leute aufgerufen, doch bitte ihre WLAN-Passwörter rauszunehmen, um Zugang zu Kommunikationsstruktur, Zugang zum Internet zu ermöglichen. Mit anderen Worten, das ist tatsächlich ein gesellschaftlich gewolltes Angebot, offenes WLAN. Und letztlich, es besteht einfach kein Eigeninteresse am Schutz, wie der Bundesgerichtshof das in seiner Entscheidung gemacht hat, sondern ein Interesse an der Offenheit dieses Netzwerkes. Und deswegen folgende Maßnahmen. Ich hatte vorhin gesagt, adäquat kausale Mitwirkung an der Rechtsverletzung wird jedem WLAN-Betreiber zur Last gelegt können werden. Sehr komplizierter Satz. Es kommt auf die Prüfungs- und Überwachungspflichten an. Und mein Tipp, wer das machen möchte, macht das, aber ergreift bestimmte Maßnahmen. Einfach um für euch auch die Rechtssicherheit zu erhöhen. Ganz wichtig in diesem Kontext, wie gesagt, durch die BGH-Morpheus-Entscheidung gerade wieder deutlich gemacht, ist eine Belehrung. Also über einen sogenannten Splash-Screen, wer sich einloggt in das WLAN, der kriegt ein kleines Fenster. Dies ist ein offenes WLAN. Du bist herzlich willkommen, es zu nutzen. Bitte begehe keine Rechtsverletzung. Über dieses WLAN keine Rechtsverletzung, keine Urheberrechtsverletzung, keine Beleidigung, was immer euch noch einfällt. Dann, wie gesagt, unabhängig davon, ob das jetzt wirksam ist oder nicht, würde ich empfehlen, typische Ports zu blocken. Also 4661 und 4662 und typische BitTorrent-Ports blocken. Wie gesagt, man kann es leicht umgehen, aber ihr könnt immer sagen, ich habe was gemacht. Im Rahmen des Freifunkprojektes in Berlin ist das sogenannte ZAP-Skript entwickelt worden, speziell für diesen Zweck. Das ZAP-Skript beobachtet Internetverkehr, nicht durch die Packet Inspection, sondern versucht einfach herauszufinden, ob sich ein Klient, jemand, der sich im Netz bewegt, ob der sich untypisch bewegt, insbesondere ob der in sehr kurzer Zeit sehr viele Verbindungen, neue Verbindungen aufmacht. Das ist ein typisches Verhalten von File-Sharing-Software. Leider auch ein typisches Verhalten von Skype, aber soweit ich das mitbekomme.
soweit ich das mitbekommen habe, haben sie es geschafft, tatsächlich, dass Skype meistens durchkommt und File-Sharing meistens dann unterbunden wird. Noch eine Sache, was sich empfiehlt, ich hatte es vorhin schon gesagt, wer ein WLAN betreibt, der ist Telekommunikationsdiensteanbieter und auf den findet das Telekommunikationsgesetz Anwendung. Meldet das WLAN bei der Bundesnetzagentur an. Ein Formular könnt ihr auf der Homepage runterladen. Einziges Problem, die Bundesnetzagentur akzeptiert nur Anmeldungen von gewerblichen Anbietern. Eingetragener Kaufmann, Unternehmen, GmbH etc. Auch als Privatperson, wenn ihr so ein Freifunknetz oder ähnliches betreibt, meldet euch, also schickt die Anmeldung hin und da komme ich dann auch schon zum nächsten Punkt. Dokumentiert, was ihr tut. Am Tag der Einrichtung eures WLAN schreibt ihr auf, ich habe das WLAN jetzt eingerichtet mit der folgenden Firmware und mit folgendem Splash-Screen-Plugin, mit dem Subscript, ich habe folgende Ports geblockt, alles schön mit Screenshot ausdrucken und in eine Mappe, ich habe den Antrag an die Bundesnetzagentur geschickt, ausdrucken und in die Mappe und das Ganze unterschrieben und, wer, und dann noch aufschreiben, wer war denn dabei, dann hat man auch noch Zeugen für den Fall der Fälle. Denn wenn dann die Abmahnung ins Haus flattert, greift man einfach ins Regal und hat hier eine ganze Menge Argumente, die man vorbringen kann. Last but not least wird durch den, ich bin ohnehin gleich durch, dann können wir mit den Fragen anfangen. Eine mögliche Methode, die das Problem nicht löst, sondern das Problem eigentlich verlagert, ist ein Umweg über Schweden. Die Freedom Fighter Box ist da vielleicht einigen ein Begriff. Das ist im Grunde genommen ein WLAN-Router, der schon so eingerichtet ist mit einem festen Account über einen VPN-Anbieter in Schweden, sodass der Geschädigte immer glauben wird, ihr seid in Schweden und euch dann in Deutschland nicht abmahnen wird. Wie gesagt, ist eigentlich keine Lösung des Problems, aber ein... Also, so. There are questions, vielmehr, bitte Fragen, verfluchte Routine. Also. Ja, also eigentlich keine Frage, sondern nochmal herzlichen Dank für den Vortrag. Ich denke, immer wichtig, da auf aktuellen Stand zu sein. Und vielleicht noch einen kleinen Hinweis, Freifunkinitiative im Rheinland hat gerade einen Spendenaufruf, versuchen 10.000 Euro zusammenzubekommen für ja, Rechtsbeistand, für aktuelle Abmahnungen, die dort stattfinden. Ja, nochmal der Hinweis. Links, glaube ich, sind im Internet zu finden. Wir nehmen kurz mal eine Frage aus dem Netz. Es wurde ja gesagt, dass es reicht, in einem Hotel einen WPA-Schlüssel einzurichten. Jetzt ist das so, dass da hat natürlich viele Gäste und die kommen und gehen. Ist man da auch in der Pflicht, diesen Schlüssel ab und zu ändern? Wenn der Hotelbetreiber den Weg geht zu verschlüsseln, würde ich das machen, ja. Also es gibt dafür keine Fälle in der Rechtsprechung. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, WLAN-Sicherung, ausreichend langes Kennwort, mehr wissen wir im Augenblick nicht. Wenn man diesen Weg geht, würde ich das machen. Ja? Einfach alle Woche, einmal im Monat etc. Das Gleiche gilt natürlich auch für einen Kaffeebetreiber. Ja. Okay. Ja, muss man nicht davon ausgehen, dass bei der SPD und auch der CDU kein Interesse daran besteht, für Betreiber offener WLANs überhaupt die Regelungen zu verbessern? Denn dieser Fall, bei dem jetzt Starbucks oder wer auch immer das war, mir ist ja nicht bekannt, sein öffentliches WLAN-Angebot eingestellt hat, das ist ja ein Fall, der dann in der Öffentlichkeit gelandet ist als jetzt geht gewerblich nicht mehr. Mhm. Und der Entwurf der SPD spricht ja auch davon, okay, wir wollen das jetzt für gewerbliche Betreiber wieder gut machen. Und dann könnt ihr euch, wie ihr es gewohnt seid, mit eurer Adresse und eurem Klarnamen da irgendwie registrieren und dann habt ihr einen Zwangsproxy und dann kriegt ihr nur Port 80 und das ist alles, was ihr jemals haben werdet. Das heißt, ist es nicht so, dass wir überhaupt viel mehr die Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, dass es überhaupt Konzepte wie Freifunk und offenes WLAN geben kann und dass wir überhaupt die Möglichkeit hätten, eine Alternative zu gewerblichen Anbietern zu schaffen, sondern halt wirklich eine offene Infrastruktur, die von allen für alle kommt. Das beantworte ich mit einem ganz klaren Ja. Okay,
Okay, wir nehmen wieder eine Frage aus dem Netz. Eben hieß es bei einem gesicherten WLAN, bei dem man das Kennwort den Nutzern gibt und dabei belehrt, also Vermieter oder Hotel, sei das rechtlich okay, aber diese Idee funktioniert nicht für Freifunk, aber kann ich mein WLAN sichern und Passwort und Belehrung dann öffentlich irgendwo bekannt machen, also zum Beispiel an der Wohnungstür oder... Gleiche Antwort wie bei der vorletzten Frage. Es gibt dazu keine Fälle. Wenn man das so macht, also grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, nur die Leute, die im Auto vorbeifahren, werden es nicht mitbekommen. Man könnte theoretisch das Passwort ja auch in die SSID reintun. Dann ist es aber vermutlich nicht lang genug, um mit dem BGH zu gehen. Ich würde in diesem Fall auf jeden Fall die anderen Maßnahmen auch noch ergreifen. Also auch hier, das ist ja gerade das, wovon ich die ganze Zeit rede, Rechtsunsicherheit. Auch hier betritt man eben Wege neben der BGH-Rechtsprechung. Ja? Okay, dann da weiter. Ja, erstmal vielen Dank für diesen Vortrag. Ich glaube, das war der erste juristische Vortrag, den ich in meinem Leben gehört habe, den ich einigermaßen verstanden habe. Also vielen Dank dafür. Danke. Zu meiner Frage, vorhin hast du erwähnt, wir haben da einmal das Telekommunikationsgesetz und dann haben wir das Telemediengesetz und das eine ist WLAN und das andere ist auch WLAN. Ich habe das nicht verstanden. Okay. Könntest du das vielleicht noch einmal kurz verdeutlichen? Okay, das zur Erläuterung, auch viele Juristen verstehen das nicht. Wer sich es ganz genau durchlesen will, in meiner Doktorarbeit habe ich glaube, 15 Seiten dazu geschrieben. Werde ich die verstehen? Kannst du es versuchen. Ich hoffe es. Telekommunikationsdiensteanbieter ist jemand, der Signale übermittelt. Ein Telemediendiensteanbieter ist jemand, der einen Telemediendienst anbietet. Was das genau ist, ist nicht so ganz klar. Es gibt verschiedene Versuche, das abzugrenzen. Das Interessante ist, gemacht wurde das Telemediengesetz eigentlich für eBay oder für einen Proxybetreiber, also für jemanden, der so mit Inhalten ein bisschen umgeht. Trotzdem haben wir im Telemediengesetz diese Regelung für Access Provider. Obwohl eigentlich vorne im Telemediengesetz drinsteht, das Telemediengesetz findet nicht auf Telekommunikationsdienste Anwendung, haben wir in § 8 TMG eine Regelung, die nur bei Telekommunikationsdiensten überhaupt Sinn ergibt. Und da kommt das eigentliche Problem her. Und deswegen ist diese Klarstellung, das Telemediengesetz, die Privilegierung, finden Anwendung auch auf Telekommunikationsdienste nach § 3 Nummer 24 TKG, die ergibt durchaus Sinn. Wie gesagt, der deutsche Gesetzgeber hat hier einen Kuddelmuddel veranstaltet, das man dann irgendwie versucht wieder zu lösen und nach meines Erachtens herrschender Auffassung in der juristischen Literatur ist der WLAN-Anbieter erstens Telekommunikationsanbieter und obwohl in § 1 Nummer 2 ist es glaube ich oder Absatz 2 TMG drinsteht, dass das Gesetz keine Anwendung findet, findet § 8 Telemediengesetz trotzdem Anwendung. Okay. Alle Klarheiten beseitigt. Ich mal es nachher gerne mal auf. Das wäre nett. Eine kurze Service-Durchsage. Wir haben schon wieder ein Crowd-Control-Problem. Die Tür hinten nicht zum Rausgehen verwenden. Also nur durch diese Tür rausgehen, weil vor der Tür warten jede Menge Leute, die euch dann niedertrampeln werden. Also beim Rausgehen nur hier raus. So, also Eine Sache zwischendurch vielleicht noch. Ich sehe, dass noch eine Menge Fragen sind. Wahrscheinlich werden wir irgendwann rausgeworfen. Ich hatte es schon gesagt, ich werde mich einfach oben in den dritten Stock in die Wireless Corner begeben und bin da gerne für Gespräche, Fragen etc. stehe ich gerne zur Verfügung. Ja? Aber ich fürchte, es ist jetzt auch tatsächlich die letzte Frage aus dem Netz. Achso, ja, dann du. Das Netz tritt zurück. Okay, das freut mich aber. Ja, hi, ich bin der Maltes vom Freifunk Rheinland e.V. Ihr habt es vielleicht gehört, es ging so ein bisschen durch die Medien, gestern auf Heise und so weiter. Wir haben uns da ein paar Abmahnungen eingefangen. Böse Zungen behaupten, wir haben es drauf angelegt. Wir sind, nachdem ich jetzt den Vortrag gehört habe, vielen Dank auch dafür, relativ gut vorbereitet auf eben das. Denn wir haben nämlich das Ganze protokolliert, wir haben die Maßnahmen getroffen, die du auch eben vorgestellt hast. Und vielleicht auch noch juristisch ganz interessant, wir sind halt ein eingetragener Verein mit dem Status der Gemeinnützigkeit. Und eben
der Zweck des Vereins ist eben das zur Verfügung stellen des Internetanschlusses, und da bin ich mal halt auch interessant, wie sich das denn juristisch entwickeln könnte, und ich komme auch gerne auf das Angebot zurück und komme dann gleich nochmal hoch. Gut. Insofern auf freifunkrheinland.org, da findet ihr alle weiteren Details, und der ganze Prozess wird da dokumentiert. Vielen Dank. Gut, also vielen Dank an Freifunk Rheinland und vielen Dank an unseren Referenten nochmal. Ja, vielen Dank. Tut mir leid, wir müssen Schluss machen.